Herzlich willkommen bei Backpacker's Guide to the World. Heute geht es um Couchsurfing und was das mit dem Grand Canyon zu tun hat, erfährst du gleich. Seit ein paar Jahren benutze ich Couchsurfing und habe dabei schon einige Erfahrungen gesammelt. Und immer wieder werde ich danach gefragt, oh, ist dir was passiert oder hast du nicht Angst? Und dabei erzähle ich am allerliebsten folgende Geschichte. Vor 2 Jahren war ich in den USA unterwegs und war gerade von Cambria, das ist in der Mitte von Los Angeles und San Francisco, nach San Francisco getrampt. Und nach diesem Hitchhiken schrieb ich erstmal ein offenes Couchsurfing-Request. Daraufhin meldete sich auch jemand, der mich zu sich einlud. Sein Profil sah sehr interessant aus und es wirkte auch so, als hätten wir einiges an gemeinsamen Themen und Ansichten und daher stimmte ich dieser Einladung zu. Ich fand es auch ebenfalls interessant, dass er als Beruf Pokerplayer angegeben hatte und scheinbar auch eine Pilotenlizenz besaß. Er holte mich vom Greyhound Bus Terminal ab und fuhr mit mir erstmal zu sich nach Hause. Danach planten wir meinen Aufenthalt in Las Vegas. Hierbei sollte ich noch kurz erwähnen, dass der eigentliche Grund für mich nach Las Vegas zu kommen der Grand Canyon war, der schon noch verdammt weit weg ist, aber dennoch sah ich so eine Möglichkeit, vielleicht zum Grand Canyon zu kommen, auch wenn es in dem Moment ziemlich unwahrscheinlich war. Das habe ich natürlich auch dem Couchsurfer gesagt. Und so entstand folgendes Gespräch. Naja, also, wenn du zum Grand Canyon willst, der ist schon weit, da solltest du ein Auto mieten oder eigentlich wäre es doch viel besser, darüber zu fliegen. Klar wäre es besser, rüber zu fliegen und das wäre natürlich viel schneller, als ein Auto zu mieten, aber in dem Moment war mir schon klar, dass so ein Flug über den Grand Canyon verdammt teuer sein muss. Das war mir vor allen Dingen klar, da ich selbst mal an einem Flughafen gearbeitet habe und Preise, zumindest in Deutschland, für Sprit und so weiter kenne. Daher fragte ich den Couchsurfer, wie er sich das denn vorstelle, ein Flug für mich über den Grand Canyon. Ich bin Backpacker, Traveler, lange unterwegs und leider ist sowas gar nicht in meinem Budget. Da teilte er mir mit, dass er einen Pilotenschein hatte. Ich hatte auch auf seinem Profilbild auf Couchsurfing ihn neben einem Flugzeug stehen sehen. Und so meinte er, dass wir doch zusammen fliegen könnten. Da habe ich natürlich erstmal abgelehnt, da ich wie gesagt weiß, wie teuer so etwas ist und so ein Geschenk niemals annehmen kann. Aber da meinte er, dass er die Flugstunden sowieso bräuchte, sowieso einmal pro Woche über den Grand Canyon fliegt und dass wir das deshalb auch zusammen machen könnten. Ich habe dann daraufhin mal angeboten, den Sprit zu bezahlen oder ob es irgendwas geben könnte, was ich dafür machen könnte. Das hat er aber abgelehnt und hat gemeint, dass es gar kein Problem sei, er würde sowieso fliegen. Ein anderer Freund von ihm würde noch mitkommen, der hatte ihn nämlich auch gerade besucht und wir könnten das einfach zu dritt machen, ich soll mir keine Sorgen machen um das Geld. Der nächste Tag brach an und wie ihr hier schon die ganze Zeit bewundern könnt, das war der Blick aus meinem Fenster. Wir sind in einem kleinen Viersitzerflugzeug. Leider weiß ich nicht mehr, wie lange wir geflogen sind, aber mir kam es schon ziemlich lange vor. Und das kleine Highlight war, dass ich sogar das Flugzeug selbst kurz lenken durfte. Ich habe den Couchsurfer natürlich gefragt, warum er das gemacht hat und wie ich überhaupt dazu komme, ein solches Geschenk zu erhalten. Einmal lag es daran, dass er, wie bereits erwähnt, jede Woche einmal über den Grand Canyon fliegt und das ihm ziemlich Spaß macht und dass er wohl erst kürzlich festgestellt hat, dass er die Möglichkeit überhaupt hat. Ein anderer Grund war, und den finde ich sehr wichtig, dass er auch unterwegs war auf einer Reise und sich solche Sachen gewünscht hätte. Er hätte sich wohl Leute gewünscht, die ihm helfen, und zwar so, wie er es auch gerade tut. Couchsurfing ist ein Geben und Nehmen. Ein riesiger Pott, aus dem jeder etwas herausnehmen oder hineinlegen kann. Und genau so sollte das funktionieren. Dafür, dass ich jetzt einen Grand Canyon Flug erhalten habe, kann ich vielleicht auch Surfern oder Hosts andere Dinge ermöglichen. Genau so funktioniert diese Community. Und ich erzähle auch sehr, sehr gern diese Geschichte. Wie sehen denn deine Erfahrungen mit Couchsurfing aus? Hast du schon Couchsurfing-Mitglieder getroffen? Jemanden gehostet oder sogar gesurft? Schreib's mir doch unten in die Kommentare. Abschließend wie immer, auch beim Couchsurfing, keine Panik. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal besuchst.